Schnick, schnack, schnack, schnack. Hallo, meine lieben Schnick, Schnack, Schnuckis. Heute habe ich zwei spannende Sets, die ich für euch ausprobieren werde. Ich musste mich ja entscheiden, welches ich jetzt zuerst mache. Und da habt ihr mir natürlich alle super geholfen. Und deswegen fange ich jetzt mal mit dem Seifenset an. Und später, bleibt also dran, mache ich auch noch die Badebomben. Ich bin auf jeden Fall auf beide Sets schon sehr, sehr gespannt. Und wo man die Sets bekommen kann, das seht ihr alles bei mir in der Videobeschreibung. Ich habe euch da alles verlinkt. Einfach unter dem Video auf die Beschreibung klicken. Und dann findet ihr das alles. Okay, dann starte ich mal mit dem Seifenset. Einmal auspacken. Wow, na, die Verpackung ist ja schon mal sehr, sehr schick. So ein hübsches Döschen. Und, oh, guckt euch das mal an. Mit pinkem Papier eingepackt. Oh, das ist ja ein Mädchentraum. Das finde ich aber richtig hübsch. So, dann wollen wir auch mal gucken, was da Schönes drin ist. Also, wie das eingepackt ist, finde ich wirklich sehr, sehr schnucklig. Geht's wieder zu. So. Also, was haben wir denn hier alles? Da haben wir vier verschiedene Seifenfarben. Die sind in so eine Form gegossen. Ja, die muss man bestimmt dann auch weich machen. Logisch. So, was haben wir noch alles? Glitzer, Glitzer. Logisch, Glam, Glam. So, dann haben wir hier noch die Förmchen, wo wir dann die ganzen Seifen reingießen können. Und die Bedienungsanleitung natürlich. Ja, also allzu viel braucht man dafür nicht. Das scheint ziemlich schnell zu gehen. Laut Beschreibung, ja, das sieht alles ganz easy aus. Erstmal warm machen. Also hole ich jetzt erstmal ein Glas. Wie ihr seht, habe ich die Kameraperspektive noch einmal gewechselt, damit ihr das viel besser von oben sehen könnt. Hab mir jetzt mein Glas besorgt und dann werde ich jetzt mal die erste Seife schmelzen. In der Mikrowelle soll man das machen, ganz kurz, 20 Sekunden. Und das hat auch ganz hervorragend funktioniert. Ja, dann gieße ich das jetzt einfach mal ins Förmchen. Oh, schön vorsichtig, ist natürlich auch ordentlich heiß. Ich werde mal nicht alles machen, ich möchte nämlich noch ein bisschen die Seife schichten. So, aber das Herz mache ich einmal komplett. So, okay. Ja, ihr wisst ja, Glitzer muss. Und zwar ordentlich. In der Beschreibung stand, ich soll das Glitzer schon vorher als erstes in diese Förmchen machen. Oh, fand ich jetzt gar nicht so spannend. Klebt ja dann auch alles so unten drunter, also habe ich mir gedacht, mache ich das einfach so mittig. Wenn ich die Seife jetzt nämlich schichte, dann habe ich nämlich das Glitzer genau in der Seife drin. Das fand ich irgendwie ein bisschen hübscher. Ja, jetzt nehme ich nochmal ein halbes von dem Blauen. Das reicht mir, denke ich, zum Auffüllen. Und es sieht auch so aus, als wenn ich das gleich oben drauf machen kann. Versuchen wir mal. Einmal heiß. Schön vorsichtig. So. Et voilà. Hier noch ein kleiner Schluck. So, das gleiche habe ich jetzt auch noch mit den anderen Farben gemacht. Und währenddessen das jetzt alles trocknet, das dauert wohl nur eine Stunde, werde ich das Badebomben-Set ausprobieren. Und später gucken wir uns das Ergebnis natürlich auch noch an. Und los geht's. Ach, ich freue mich wirklich extrem auf dieses Set. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das funktioniert, dass man sich so eine Badekugel selber zaubern kann. Genauso hübsch verpackt wie das Seifenset. Und so eine schöne Dose und auch so ein schönes pinkes Papier. So, jetzt haben wir mal einen Schnelldurchlauf, ne, was alles so drin ist mit den Farben und die Pulverchens und kleine Beutel, um die Badekugeln einzupacken und zum Umrühren und. Ja. Ich studiere mal die Beschreibung. Das hat ein bisschen gedauert, ich musste mich da erstmal reinlesen, aber jetzt habe ich alles verstanden und weiß Bescheid, was, wie viel, wovon.
Und jetzt starte ich mal mit dem ersten Pröberchen. Ging dann doch etwas schwerer als gedacht und ich habe mir einen Löffel besorgt. Jawohl, das Ganze mit dem zweiten Pulver nochmal wiederholen und dann kräftig rühren. Rühren, 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 rühren. Die entstandene Menge soll dann halbiert werden. Ich hoffe, dass ich das im Augenmaß gut hinbekomme. Ja, wir schauen mal, ich bin gespannt. Dann kommen wir zu den Farben. Im Set enthalten ist einmal gelb, einmal blau. Man kann dann halt gucken, ob man einen gelben machen möchte oder einen blauen machen möchte oder einen grünen. Und grün kriegst du hin, wenn du halt gelb mit blau vermischt. Und ich entscheide mich einfach mal für die einfache Variante und nehme einfach gelb und einmal blau. So, das friemelt man dann da einfach so ein bisschen raus. Man hat ja diesen kleinen Messbecher dabei, dann kann man immer genau gucken, dass man die richtige Menge hat. Und das geht auch wirklich ganz easy. Dann einfach reinkippen und wieder kräftig rühren. Rühren, rühren, rühren. Und wenn das fertig ist, sieht das ungefähr so aus. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie da eine feste Badekugel draus wird. Ja, das wiederholen wir jetzt nochmal mit der blauen Farbe. Und die sieht dann fertig so aus. Ja, dann gibt es ja diese tollen Schablonen dazu. Schablonen, sagt man Schablonen? Naja, Förmchen, wie auch immer. Und da wird dann das ganze Pulver reingetan. Ja, ich versuche das jetzt einfach mal. Ordentlich schütteln, ordentlich klopfen, damit das alles schön fest ist. Na, das hat doch schon mal einwandfrei funktioniert. Und jetzt mache ich mal eine gemischte Badekugel. Einfach mal mit beiden Farben und guck mal, wie hübsch das dann nachher aussehen wird. Die sollen jetzt 12 Stunden trocknen, ruhen, fest werden, wie auch immer. Und deswegen gucken wir uns jetzt erstmal die Seife an, ob das alles funktioniert hat. Und die Badekugeln dann später. Tada! Jetzt guckt euch mal diese hübschen kleinen Seifen an. Das hat einwandfrei funktioniert, das ging super schnell. Also nicht nur dieses Herstellen der Seife ging schnell, auch die Trockenzeit hat wirklich nur eine Stunde gedauert. Und ich hole mal eine raus. Oh, das geht etwas, da, jetzt ist sie raus. Es geht etwas schwierig, muss man gut drücken. Und jetzt guck doch mal, wie das glitzert. Bling, bling, ein Traum, ein Traum. Also das ist eine richtige schöne Glitzerseife. Und hier auch das Herz ist richtig toll geworden. Also das hat riesig viel Spaß gemacht. Super einfach, kriegt man ganz easy hin, keine Kunst. Und dann hat man so ein tolles Ergebnis. Dafür gibt es ganz klar einen Teenie-Schnick-Schnack-Daumen nach oben. Ja, und nächster Tag, die 12 Stunden Trockenzeit für die Badekugeln sind rum. Und schaut mal hier, boah, eine richtige Badekugel. Und auch die blaue Kugel scheint, nein, ist was geworden. Auch dieses Set ein Knaller. In dem Set enthalten sind auch diese kleinen Beutelchen. Da könnt ihr dann die Badekugeln reintun und aufbewahren. Aber ich möchte natürlich wissen, ob die im Wasser funktioniert, die Badekugel. Und ja, sie funktionieren. Richtig schöne Badekugeln mit einem ganz leckeren, tollen Duft. Und ich sage lecker, nein, ich habe es nicht probiert, sondern es riecht lecker. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Ja, also ihr Lieben, einwandfreie Sets. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches von beiden euch am besten gefällt. Wie gesagt, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal und auch meinen TikTok-Kanal und meinen Instagram-Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Teenie testet.